Hey Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ich würde jetzt am liebsten facepalmen, aber. Mach doch einfach, ich würde gerne klatschen. Nee, ich lasse es lieber. Du lässt es lieber. Warte mal. Jetzt können wir auch sehen, wofür die Hebel gut sind. Das erste Mal. Die sehen aus wie Schlagkriege. Ja, ein bisschen. Ne? Aber die sind dazu da, um das Teil hier runterzuholen. Runterholen. Ja. Wundert mich bei dir nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ach ja, du solltest übrigens da zwei böse Fliegeviecher töten. Das sind vier. Naja, die sind ja wieder respawned. Dann sind es halt vier. Was mit den Statuen? Vielleicht sind die auch wieder da. Ja, die Statuen werden auch wieder da sein. Ja, und dann viel Spaß. Ja, herzlichen Glühstrumpf. Ach ja, ich hab Spaß jetzt. Trollelelele. Ach ja, was haben wir letztes Mal alles so geschafft? Weißt du das denn noch? Nö. Das ist gut. Wir waren auf einmal in dieser Stadt. Auf einmal. Auf einmal. Wir müssen noch einen hoch, ne? Du hast, glaube ich, 10 Versuche für den Endboss gebraucht im Tor. Das war einer. Ja, es kam ein Vogel 10. Da bin ich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man den Boss so einfach plätten kann, genau wie den unten in den Untiefen. Naja, der war auch sehr einfach. Der Flammenboss. Ja, wir müssen in die Richtung. An sich waren die Endgegner bis jetzt alle noch relativ okay, oder? Ja, der nächste, halt schwach. Der nächste wird halt eklig. Was mit diesem Ziegendämon? Da haben wir, glaube ich, bis jetzt am längsten für gebraucht. Das kann sein. Da haben wir uns auch verstärkt und dann von Spielern... Ja, also an sich war der schwerste bis jetzt. Der, wie viel ist das? Der zweite, dritte? Der dritte. Der dritte Endboss. Ja, du hast ja hier die Gargoyles First Try gemacht. Ja, das war easy. Ja, das war ich. Wen hast du noch First Try gemacht? Den Klaffdrachen auf jeden Fall. War das der da unten? Genau, der ja, ist... Okay. Vagina des Todes wird er genannt. Naja, und dann auch noch den in der Hölle hier. Ja, den Feuerdämon. Genau, von der auf einmal so einfach war. Nicht nur auf einmal, der ist immer so einfach. Ja, ich weiß. Ja. Er kam. Oh, das sehe ich gar nicht ein, Boys. Ich sollte nicht so inflationär damit umgehen, das sehe ich ein, aber trotzdem. Ich sag dazu nichts. Nein. Das sehe ich nicht ein. Wir leben in einem freien Land und du darfst sein, wie du möchtest. Also das ist vollkommen okay. Ja, nur weil ich Boys sage. Ich sage trotzdem nichts. Es geht einfach nur darum, dass es brennt. Du hast es nicht gesehen, oder? Doch, klar, ich es gesehen, aber... Du warst so langsam. Ja, das ist... Du hättest rollen können. Hat ja keine Ausdauer mehr. Ja, aber... Schon gesagt, dass da... Das ist ein Riesenarsch. Weißt du was? Sagst du, wir sehen uns. Ich warte jetzt, wer als erstes hier runterkommt, der kriegt eine drauf, so. Na, ja, guck mal, der ist doch schon an. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte... Und du kommst am Schild nicht vorbei, ja. Nein. Hitbox. Ja, die wollen ja zurück auf ihre Posi. Ja. Das ist echt gut, wenn die da so lang gehen. Und dann kommen sie beide, ne? Backstabben konnte man die nicht, oder? Nee. Große Gegner kannst du nicht backstabben. Du kannst nur Leute backstabben, die etwa so groß sind wie du. Nur in deiner Größe, ja. Richtig. Was ist denn das? Ich geb dir Rücken dafür. Das ist der Paarungstanz von denen. Das erinnert mich an Viva Pinata. Da waren die Paarungstänze ganz witzig. Ja, Viva Pinata. Das müssen wir auch mal spielen. Ja, der erste Teil ist ja heute noch gut. Der zweite Teil war dann wieder so eine doofe Minispielsammlung. Echt? Ja. Aber im ersten Teil konntest du halt deinen Garten machen und das war mehr oder weniger was Neues. Ja. Ein bisschen Harvest Moon, ein bisschen was komisches, ein Fehler ist aufgetreten. Was? Von PSN abgemeldet. Ist ja nicht so schlimm, finde ich jetzt. Na, dann meld mal an. Warum auch immer. Das Internet sollte eigentlich da sein. Ich glaube, die wollten die Server bei Dark Souls wieder ein bisschen auffrischen. Genau wie jetzt. Kann ja sein. Also wenn es nicht geht, hat es ja auch was Gutes. Ich meine, dann wären wir nicht invasiert. Genau. Okay, es funktioniert. Ja, ist alles okay. Level 50. Ich kann es nicht glauben, dass wir so weit gekommen sind. Ja. Ich auch nicht. Also es ist Dark Souls. Ja. Es ist ein Live-Achievement, Dark Souls durchgespielt zu haben. Definitiv. Ernsthaft? Die Viecher haben mich getötet, während ich offline war. Das zählt nicht, würde ich sagen. Okay, gut. Dafür konntest du ja wirklich gar nichts. Das ist höhere Gewalt. Haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass solche Sachen dann auch, also höhere Gewalt, für die man nichts kann, ist dann nee, ist kein Abwechseln. Also. Ist vollkommen okay. Ein Graswappenschild. Ja.
Jetzt haben wir aber auch ein paar tausend Seelen verloren, bestimmt. Dadurch, dass ich ihm gestorben bin. Ja. Tja. Oh, jedes Mal hier wieder. Ich glaube, ich werde da ganz kurz nochmal zu dem Leuchtfeuer hochlatschen. Weißt du, was ich meine, ne? Damit wir nicht jedes Mal diese Prozedere hier machen müssen. Ich stürze jetzt nicht so sehr, aber. Also, es ist Zeitverschwendung. Na, ich finde eh das Leuchtfeuer hier unten ein bisschen deplatziert. Da muss es irgendwas geben. Meiner Meinung nach. Ja, aber wo? Da ist doch nichts. Ja. Ich weiß, dass es hier unten irgendwo noch einen Boss geben soll. Aha. Vielleicht eine Treppe? Ich glaube, man kann noch eine Etage weiter runterfahren mit dem Teil hier. Ich weiß nicht, ob man das echt kann. Aber auf jeden Fall gibt es noch einen Boss. Waren es nicht 4 Stufen oder so? Aber wie gesagt, es gibt noch einen Boss. Ja, 4 Stufen wären das, wenn er immer so dreht. Dann gibt es da noch einen Boss. Ich will es nicht nochmal sagen, weil ich es schon dreimal gesagt habe. Was gibt's da unten? Ein Boss. Oh, ein Boss? Okay. Ein Boy. Ja, hier ist das Leuchtfeuer. Das hättest du wohl gern. Ich glaube, es ist wirklich ein Boy. Aber war das Leuchtfeuer hier? Es war da oben. Du müsstest jetzt noch mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann. Oh nö, dann ist es mir doch. Gut, okay, überredet. Ja. Deswegen meinte ich ja auch eben. Hey, eigentlich stürzt mich nicht. Ja, stimmt, Fahrstuhl fahren ist so eine Sache, ne? Ja, weißt du auch das letzte Mal, was passiert ist, als ich Fahrstuhl fahren wollte? Genau, der Fahrstuhl. Im echten Leben oder im Spiel? Es ähnelt sich eigentlich ziemlich. Ob man von hier unten die Viecher triggern kann? Mit dem Bogen bestimmt. Ja, nee, lass ich aber mal. Die können doch fliegen, also würden sie rüberfliegen. Schätze ich jetzt mal. Glaube ich auch. Ah, es ist erstmal egal. Könntest du gegen die zwei und die zwei da oben kämpfen? Das wäre doch echt praktisch. Ja, das ist voll praktisch. Vor allem so leicht. Ja. Easy peasy. Na los, komm. Ja, komm, großer, komm. Ja. Wäre ich Papas Junge. Ernsthaft? Ernsthaft. Wir müssen unsere Waffe mal wieder verstärken. Ja, aber der nächste Schmied ist hier halt in Arnolando erst, ne? Naja, klar. Ich sag's dir bloß. Wir haben ja wieder Zeug. Ja, ist richtig. Zeug. Dann könnten wir ja vielleicht das Ichigatana bald benutzen. Ja, einmal das und ich habe auch noch was anderes zu bauen. Hohoho. Der Herr hat einen Plan. Der Herr hat einen Plan. Da müssen wir jetzt erstmal eine neue Waffe für holen. Wo müssen wir nicht? Wofür müssen wir uns eine neue Waffe holen? Na, du wolltest doch noch was anderes bauen. Richtig. Dafür brauchen wir doch dann wieder eine neue Waffe, oder? Nö, das Krummsäbel können wir dafür wahrscheinlich benutzen. Achso, du willst was zusammenschmeißen? Im Prinzip ja. Ja. Mit Kilak Seele können wir wahrscheinlich aus dem Krummsäbel, den wir hier haben, eine neue Waffe basteln. Mhm. Na, ja, das ging doch, oder? Ja, das kann ich gegen den hier auch. Das kann ich auch gegen den hier oben kämpfen. Ja. Muss ich nicht da runterlatschen. Ey, ich hab geblockt. Das ist halt immer ganz praktisch, wenn sie den Schildschlag machen. Aber gut. Der Rundumschlag ist schon doof. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorhin hast du ihn aber einmal abwehren können. Ja. Einmal kriegen wir den abgewehrt. Also rumtänzeln gleich, wir machen mal einen Schildschlag. Na gut, dass die so langsam sind. Du kannst erstmal immer was trinken und dann wird schon was. Einen Schlag noch, dann haben wir den. Na komm, mein Großer. Du bist doch auch mal was Liebling. Ja, also. Ja, fehlen bloß noch die geflügelten Teile. Die sind ja noch ein bisschen doofer, finde ich, als die da. Die haben zwar weniger Leben, aber nicht mehr. Die hast du geplättet, die geflügelten, merke ich gerade. Habe ich, aber die da unten nicht. Ja, stimmt. Die hier waren was heißt kein Problem. Ja, links ist übrigens, glaube ich, noch einer. Ja, ja. Oder rechts, also irgendwo da in der Treppe. Ja, links ist er. Das Doofe ist halt, dass du die nicht so gut einzeln machen kannst, wenn die da unten in dem Teil gleich kommen. Kann ich vielleicht mit Pfeil und Bogen locken? Natürlich sein. Vielleicht bin ich letztes Mal auch einfach reingelaufen. Nee, du bist auch runtergefallen.
Usan? Nein, ich wurde von dem getötet. Ist er runtergefallen? Der ist runtergefallen. Was ein dämlicher Idiot. Weil du siehst ja den einen Speer sogar schon von dem Typen da unten. Da habe ich dich bemerkt, okay, da sind welche. Also ich hab gedacht, du wärst runtergefallen. Also ist ja auch vollkommen egal, du bist gestorben. Ja. Darauf kommt's an. Na komm! Okay, das war irgendwie ein bisschen nubig gerade. Durchs Geländer durch, ja. Das kriegst du aber nicht hin, ne? Sah auch schon fast aus, als ob er runterfallen würde. Weil die Viecher können noch einschlagen, dann würde er. Los, das schaffst du. Genau. Nice. Sehr schön. Finde ich auch. War das hier oder muss. Ja, hier ist es. Nee, die andere. Hier bist du in eine Sackgasse gekommen. Es kann sein, dass da eine Kiste war oder so. Das stimmt, hier vorne. Wow, ich weiß mal mehr als du. Ja. Wow. Hier kommen jetzt auch die Bogenschützen. Hm. Jetzt muss ich mich mal anders hinsetzen. Achso, jetzt wird's also ernst, ja. Ja, die eben waren ja. Alter, da sind zwei von runtergefallen und der eine mit dem Pfeil. Also. Ja. Die haben's halt nicht so mit dem Fliegen und Fallen und Rumstehen. Ja. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Wir sind jetzt nicht mehr. Da sind schon die Pfeile, von denen ich geredet habe. Okay, okay. Einer ist tot. Wow, schön ausgewichen. Danke. Der Bogenspeer. So, wo sind die Bogenschützen da oben? Das sind übrigens die Pfeile, die schießen. Pfeile, ja. Das ist ja ein ganzer Speer oder eine Harpune. Ja, die sind auf jeden Fall richtig mies, die Viecher. Wie wär's mit Bogen? Oder willst du vorbeilaufen? Vorbeilaufen wird da nichts. Wow. Oh. Treffen uns hier gegenseitig nicht. Was ist denn das für eine Hitbox? Ja, die Hitbox der Wände ist halt in Dark Souls sehr beschissen. Ja, dafür ist alles groß. Ja, na gut, dann rennen wir da einfach hoch. Naja. Okay. Bis auf, dass das jetzt hier ein richtig behinderter Drahtseilakt wird. Der Drahtseil. Mhm. Sehr schön. Ja, sieht doch jetzt gut aus. Ja, bis jetzt. Hier mal, ist der andere kann ich von hinten. Oh, der andere kann. Jo. Sah doch gut aus. Ja, definitiv. Ach ja, jetzt darf ich auch nochmal die riesigen Statuen kaputt machen. Jo. Warum müssen die respawnen? Ist doch doof. Wäre es einfach, wenn sie es nicht tun würden, oder? Ja, die sind doch fast schon wie Zwischengegner. Das ist richtig. Ach, Mann. Ja, man weiß nicht noch, wie man geht. Ja, als Nesco hat man es schon nicht leicht. Ja, ist richtig. Ist richtig. Naja. Ach ja. Ich gucke jetzt mal nach, was wir brauchen für das Kilak Fury Sword. Hm. Kilak musste mal auch was besiegen, oder? Das war doch. Kilak haben wir schon getötet. Den haben wir schon getötet. Wer war das? Das war die Chaoshexe, die Spinne. Ach so, stimmt. Kilak Seele haben wir. Schwester. Genau. Da war ja was. Wir brauchen einen Curved Sword. Sword und das müsste ein Krummsäbel sein. Es heißt Krummsäbel, das ist ein Krummschwert. Auf Level 10 und dann. Dann geht's rund. Genau, da ist das er. Ist natürlich die völlig falsche Seite. Ja. Orientierungslos im Orient oder irgendwo anders. Und dann gucke ich mal, wie die Maximalwerte sind von Kilaks Schwert. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Haben wir hier irgendwo Maximalwerte? Stimmt hier mal sehen, was die uns als Hinweis geben. Geschoss. Schwäche, Geschoss. Schieß mal mit dem Bogen drauf. Auf welchen? Da kannst du die anlocken, ja. Stimmt ja. Hier.
Ja, angelockt.